Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Wie setze ich mit dem Casio Klammern? Und das geht wie folgt. Hier sind die beiden Klammern-Tasten. Das mache ich, indem ich zum Beispiel 5 mal Klammer auf, 2 plus 3, Klammer zu. Und dann ist gleich und dann passen. Kommt 25 raus. So, wenn ich jetzt mehrere Klammern bräuchte, zum Beispiel 5 mal 2 plus 3, mal Klammer 5 plus 6, dann muss ich einfach immer nur eine neue Klammer aufmachen und diese müssen auch wieder dementsprechend zugemacht werden. Also sprich, wenn zwei Klammern aufgeben kannst, müssen zwei Klammern wieder zugehen, sonst passt es nicht. Und dann ist gleich, kommt das Richtige raus. Und ihr seht schon dieses Multiplikationszeichen hier zwischen 5 und der Klammer, welches ich hier gemacht habe, kann man auch weglassen. Ich finde es einfach übersichtlich, wenn man es macht, aber ist kein Muss. Seht, auch ohne Multiplikationszeichen kommt das Gleiche raus. Jo, das war auch schon wieder mein Video zur Klammern eingeben hier im Casio. Wünsche euch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten. Weiter geht's jetzt gleich mit dem Bruch.